Da gibt es bei Push-Down-Automaten zwei Begrifflichkeiten oder zwei Akzeptanzbegriffe. Und zwar die folgenden. So, wir haben einen Push-Down-Automaten M und wir sagen, dass er eine Sprache akzeptiert. Einmal über finalen Zustand. Also das ist im Prinzip von der Idee her das, was wir auch bei endlichen Automaten gemacht haben. Dass wir lesen, dass W, das ist sozusagen, oder das ist die Menge aller Worte, sodass wir ja, von der Startkonfiguration, ja, das ist hier unsere Startkonfiguration, eine Rechnung ausführen und dann in eine Konfiguration übergehen, die da lautet, wir sind in einem Zustand Q, die Eingabe ist leer, es steht irgendwas auf dem Stack drauf und wichtig ist, dass dieser Zustand Q, dass der aus der Menge der finalen Zustände ist. Also Q ist aus F, die Eingabe ist komplett verarbeitet, was auf dem Stack ist, ist uns dann völlig egal. Also der erste Akzeptanzbegriff ist, wir gehen von der Startkonfiguration über in eine Konfiguration, bei der wir in einem finalen Zustand landen und die Eingabe komplett verarbeitet ist, das was auf dem Stack steht, ist uns egal. Der zweite Akzeptanzbegriff, das ist die Akzeptanz über den leeren Keller. So, und da ist uns quasi der Zustand egal, den wir erreichen. Das ist irgendein beliebiger Zustand aus K. Aber wir haben sowohl die Eingabe verarbeitet, als auch den Stack geleert. So, und das haben wir irgendwie, habe ich so gekennzeichnet, hier einmal mit einem L und einem F. Das heißt, ich akzeptiere oder ich möchte die Akzeptanz bezüglich der finalen Zustände betrachten. Und Akzeptanz über den leeren Keller habe ich gekennzeichnet mit einem L und einem E. Ehe Sie sich jetzt Gedanken machen, oh, da muss ich mich ja wieder eine Sache mehr merken. Wir werden später noch zeigen, dass die beiden Begriffe äquivalent sind. Das heißt, wenn wir einen Push-Down-Automaten haben, der eine Sprache akzeptiert über finale Zustände, dann können wir daraus auch immer einen konstruieren, der dieselbe Sprache akzeptiert, dafür aber diesen Akzeptanzbegriff über den leeren Keller verwendet und genauso umgekehrt. Bevor wir das aber tun, gucken wir uns erstmal ein Beispiel hier an. Und zwar male ich dann nochmal diesen Automaten hin, den ich gerade hatte. Ich male den aber trotzdem hier einfach nochmal neu. Ist das ein Automat, der irgendeine Sprache akzeptiert? Also ich habe keinen finalen Zustand. Oder akzeptiert der überhaupt irgendwas? Rechnen Sie mal durch. Was macht er in dem Fall? Was macht er in dem Fall? Eben hat man ja schon den Fall, den haben wir ja schon gerechnet. A, 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 B, B. Was passiert, wenn Sie beispielsweise dieses Wort verarbeiten oder was passiert, wenn Sie dieses Wort verarbeiten? Also bei dem einen Akzeptanzbegriff muss der Stack leer sein. Die Eingabe muss komplett verarbeitet sein. Ich muss in einem finalen Zustand sein. Da wir hier überhaupt keine finalen Zustände haben, ist das hier jetzt sozusagen natürlich kein guter Kandidat. Also gucken Sie mal, welche Wörter Sie hier über einen leeren Keller akzeptieren können. Das ist irgendwie vielleicht das Bessere. Fangen wir an mit sozusagen, was passiert bei Eingabe von A, A, B, B. Ich mache das einfach nochmal vor, dann können Sie mal kontrollieren, ob Sie da sozusagen das Richtige gemacht haben. Ja, also, ich lege meinen Stack hier an, unten steht das Z0. So, ich befinde mich mit meiner Eingabemarke quasi hier. Ich lese das A, ich bin im Zustand Z0. So, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, ich lese das A, verarbeite das Z0 vom Stack, schreibe ein A und ein Z0 auf den Stack, das heißt, das lösche ich erst. Das ist sozusagen eigentlich die Bedeutung. Ich lese das Ding hier, das A. Ich lösche das Z0 erst und dann schreibe ich Z0 und A drauf. Ja, und damit rücke ich dann den hier um einen weiter. So, nächste. Ich habe wieder ein A. So, jetzt habe ich aber kein Z0 auf dem Stack. Jetzt habe ich als oberstes Symbol, ich kann nur auf das oberste Symbol zugreifen, habe ich das A, das heißt, ich kann nur diese Kante hier verwenden. Ich lese das A, große A vom Stack und aus diesem einen großen A mache ich zwei große A. Das heißt, erst lösche ich es wieder, um es dann doppelt wieder drauf zu schreiben und den setze ich hier hin. So, jetzt, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich habe nur die Möglichkeit, von Z0 überzugehen nach Z1. Ich lese das B hier in der Eingabe. Auf dem Stack habe ich oben ein A stehen. So, und das Epsilon auf der rechten Seite heißt einfach, ich lösche das oberste Symbol auf dem Stack. Und hier rücke ich auch um einen weiter. So, jetzt bin ich in Z1. Ich habe die Situation, ich kann das B lesen auf der Eingabe, ich kann das A lesen auf dem Stack. Was passiert? So,
Das ist weg. Ich habe meine Eingabe komplett verarbeitet. Das heißt, da habe ich jetzt sozusagen nur noch das Epsilon stehen. Also im Hinblick auf die Akzeptanz hier. Ja, also das habe ich schon mal erreicht, dass ich übergegangen bin von S0 oder Z0 hieß das jetzt bei uns in diesem Fall. Ich habe das W komplett verarbeitet, bin in einem Zustand gelandet, habe Epsilon auf der Eingabe. So, der Stack ist aber noch nicht leer. So, und hier sehen Sie auch, ich habe ein nicht deterministisches Automatenkonzept. Ja, der Automat könnte jetzt aufhören. Da sagt ihm jetzt keiner, er muss jetzt weitermachen. Aber wir haben ja einen Automat, der will unbedingt irgendwie noch was tun, weil er sieht, er hatte noch was auf Eingabe. Es gibt ja auch noch eine Anwendung, eine Relation, einen Übergang, den ich durchführen kann. Das ist dieser hier. Ich bin in Z1, die Eingabe ist leer, aber ich muss ja auch nichts von der Eingabe lesen, ja, also Epsilon. Auf meinem Stack habe ich das Z0 und das Z0 lösche ich. So, und jetzt, was ist jetzt erreicht? Ich habe die Eingabe verarbeitet, der Keller ist leer, das heißt, das Wort, was wir gerade gelesen haben, das war AA, BB, wird von diesem Automaten akzeptiert. Also der akzeptiert das über den leeren Keller, weil wir genau das erreicht haben. Ja, wir sind übergegangen von der Startkonfiguration in einen beliebigen Zustand, in unserem Fall Z1, und wir haben sowohl die Eingabe leer als auch den Keller leer. Das heißt, das Wort ist ein Element aus L Epsilon von M oder E von M, hat man es genannt. Ist ein nicht deterministisches Automatenkonzept. So, das Ding wird hier akzeptiert. So, wenn wir das Gleiche erreichen wollten, und wenn Sie jetzt ausprobieren, was passiert bei der Eingabe von A, A, B, B, B. Wir lesen das A, gehen wieder über diese Kante, schreiben hier das A drauf und rücken den hier einen weiter. Jetzt gehen wir über diese Kante hier unten, schreiben nochmal ein A drauf, gehen wieder einen weiter, gehen über von Z0 nach Z1, eliminieren das oberste A vom Stack, gehen einen weiter, können nochmal jetzt über diese Kante hier oben gehen, ja, über diese, wir lesen das B, lesen das A vom Stack, löschen dieses, das heißt, wir gehen hier einen weiter. So, und jetzt können wir nicht mehr. Ja, jetzt haben wir haben noch ein B. Auf dem Stack haben wir Z0. Es gibt aber keine Kante, ausgehend von Z1, ja, die sozusagen genau hier noch irgendwas tun kann. Ja, wir haben nur den Übergang B und ein großes A vom Stack lesen. Oder, nee, halt. Wir können auch diesen Übergang hier unten machen. Das heißt, dann bleiben wir aber hier stehen. Können das Z eliminieren, das wäre sozusagen Übergang über diese Kante. So, das heißt aber, wir würden jetzt nicht akzeptieren, weil wir haben unsere Eingabe nicht komplett verarbeitet. Ja? Das heißt, keine Akzeptanz. So, und wenn Sie jetzt ganz viel noch ausprobieren, dann werden Sie feststellen, das ist ein Automat, der genau die Sprache A hoch N, B hoch N akzeptiert. Ja? So, jetzt gucken wir uns nochmal an. Jetzt möchte ich gerne daraus einen Automaten basteln, der jetzt über den finalen Zustand erreicht. Wenn ich den einfach zu einem finalen Zustand mache, das Z1, das haut nicht hin. Ja, da haben wir eben schon gesehen, wenn wir einfach Z1 final machen würden und das Wort da reingeben würden, A, 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 B, B, dann würde der das akzeptieren. Also das haut nicht hin. Wir müssen jetzt im Prinzip zusehen. Die Idee ist ja, dass wir für jedes A, was wir, jedes klein A, was wir von der Eingabe lesen, ein großes A auf den Stack schreiben. Ja, und darüber quasi zählen, wie viel Bs wir denn verarbeiten müssen. Also der erste Teil, das kann komplett so bleiben, das kann auch so bleiben, das kann auch so bleiben. Und was wir ändern müssen, ist quasi der letzte Schritt, was wir hier eben gemacht hatten, als letzten Schritt bei dem Dingen hier. Da hatten wir dann zum Ende noch ein Z0 hier unten stehen. Und das haben wir dann dadurch eliminiert, dass wir nichts mehr von der Eingabe gelesen haben, ja, irgendwie Epsilon von der Eingabe und das Z0 eliminiert haben. Das können wir einfach hier machen. Wir lassen hier diese Kante, die nehmen wir weg und führen im Prinzip einen weiteren Zustand ein, den nennen wir mal Z2. Den machen wir final und dann machen wir genau das hier, was wir eben mit dieser einen Kante gemacht haben. Ja, und schon sind wir fertig. Ja, sozusagen den Aufräumschritt des Kellers, nämlich das letzte Symbol da wegnehmen, den lassen wir jetzt nicht als Schleife hier in diesen Zustand Z1
wieder zurückgehen, sondern wir überführen das in den neuen Zustand Z2. Das ist unser finaler Zustand. Ja? Und mit dieser Konstruktion können wir halt die Sprache A hoch n, B hoch n akzeptieren.